Ja, einen wunderschönen zusammen. Wie ihr seht, ging es weiter am Alfa Romeo 8C von Italeri im Maßstab 1 zu 12. Auf meiner Facebook-Seite und auch auf Instagram habe ich schon gezeigt, dass ich den Rahmen bzw. das Chassis schon fertig zusammengebaut hatte. Jetzt ist auch noch Farbe dazu gekommen. Ich habe mich hier für das Zero Paints Rosso Corsa entschieden, also Ferrari Rot. Der Alfa Romeo hat hier auch ein etwas dunkleres Rot und ich denke, das kommt dem schon recht nahe. Ja, da ich ja grundsätzlich gerne für Fahrzeuge Zero Paints verwende, habe ich mich eben dafür entschieden. Ja, kommen wir nun zum Chassis. Fertig lackiert ist es. Es war eine Menge Schraubarbeit dabei. Und ich habe es halt so gemacht, dass ich das Chassis erst, beziehungsweise alle Einzelteile, erst komplett zusammengebaut habe und dann lackiert habe. Einer der Hauptgründe war da für mich hier diese ganzen kleinen Verschraubungen, dass ich dann beim Verschrauben den Lack nicht wieder zerkatsche. Es war eine sehr filigrane Lackierarbeit. Es hat mich, glaube ich, 2, 2,5, 3 Stunden gekostet, bis ich eine gleichmäßige Farbschicht hier hinbekommen habe bei den ganzen Ecken und Hinterschneidungen. Aber es hat sich doch gelohnt. Ja, ansonsten Weathering. Weathering. Weathering habe ich mir großartig gespart. Ich habe nur ein bisschen hier Wash benutzt, schwarzes Wash, hier zum Beispiel an den Federn, an den Blattfedern hier und auch sonst so ein wenig hier und da ein bisschen schwarzes Wash und ja, das war's. Jo, somit ist das Chassis soweit fertig. Wir legen es mal beiseite. Dann habe ich hier schon mal, wir kommen jetzt hier zum Bauschritt 10. Hallo Licht. Ja. Bauschritt 10, den Motor, also erste Teile des Motors, den Motorblock hier, den habe ich schon mal zusammengesetzt. Ich, wo ist er? Hier, da liegt er. Licht bitte. So. Und ich werde es bei dem Motor hier auch so halten, dass ich den erst komplett zusammenbaue und dann die Feinheiten mit dem Pinsel nachdetailliere. Ja, ist auch, ich glaube, ist auch, ich glaube. Oh Mann, ich hab's heute. Nein, ich werde heute nichts rausschneiden. Ist ja wieder was fürs nächste Pleiten, Pech und Pannenvideo. Ja. Wie man sieht, ist das Ding in 1 zu 12 schon ein ganz schöner Brocken hier, der V8 Reihenmotor. Schönes Ding. Auch schön detailliert alles dargestellt von den Teilen hier. Hier bei diesem Luftfilter hat man die Möglichkeit, nachher Foto-Add-Teile zu verwenden. Oder aber da ist das Serienteil, sage ich mal. Ich werde natürlich das Foto-Add-Teil nehmen und das Mesh-Gitter. Sieht auf jeden Fall besser aus. Ja. Jo, was soll ich noch groß erzählen? Soweit der Stand beim Alfa Romeo. Man sieht, hier geht es noch weiter mit dem Motor. Da ist noch einiges mehr dran zu tun. Das geht, glaube ich, bis Schritt 17, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Da kommen dann auch das erste Mal die Silikonkabel zum Einsatz, die beiliegen, um die Zündkabel darzustellen. Jawohl, ich freue mich drauf. Also macht auf jeden Fall Spaß, der Bausatz auch. Ja, an manchen Plastikteilen ja doch ein bisschen was nachzuarbeiten ist, aber hält sich, wie gesagt, alles im Rahmen. So, liebe Freunde, ja, dann
Was haben wir heute? Donnerstag. Ja, ich sage einfach schon mal ein schönes Wochenende, fliegt nicht weg. Bei uns in NRW wurde eine Sturmwarnung ausgegeben. Ich weiß jetzt gar nicht, war die deutschlandweit? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es windig draußen. Ganz schön luftig durchs Jahr. Ja, okay, dann sage ich einfach mal, langer Rede, kurzer Sinn. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.